Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu einem Video. Heute mal hier von meiner kleinen Werkbank aus. Ihr seht hier meine zwei kompakten Fixed-Messer für den Outdoor-Bereich. Einmal von Roselli das Grandpa Knife, das habt ihr ja auch schon in den letzten Videos auch schon mal gesehen. Ebenso das BWK Nummer 6 von Walter. Beides verstehende, sehr hochtaugliche Gerätschaften für Outdoor, Garten, was auch immer. Hier einmal auch mit Scandi-Anschliff, der mit Flachanschliff, beides aus meiner Sicht sehr brauchbare Gerätschaften zum bezahlbaren Preis, sage ich mal. Haben beide jeweils einen ziemlich dicken, voluminösen Holzgriff, sage ich mal, und eine ziemlich breite, kurze Klinge von jeweils 7,5 Zentimetern. Aber gibt ja noch andere Vorlieben in diesem Bereich. Dazu habe ich euch was Süßes Kleines mitgebracht von der Firma Mora. Das Mora 1.0, auch Serie ab 2020, ähnlich wie das Mora Classic Nummer 3, was ich euch schon mal gezeigt habe. Das ist das Classic 1.0, also nicht das 1, sondern wirklich 1.0. Ist ein kleines, führiges Gerät. Das lege ich euch erstmal hier hin. Und dann fangen wir mal an mit der Scheide. Das kommt Mora typisch mit ja, poliertem Kunststoff, einem Drainageloch unten und seit 2020 natürlich mit dem mit der Lederschlaufe Gürtel. Alles natürlich genietet. Ja, würde ich sagen, einigermaßen brauchbar. Sieht auch nicht mehr ganz so hässlich aus wie die alten Scheiden, aber gut. Ist halt Mora typisch. Kommen wir mal zum Messerchen hier. Das ist ein zierliches kleines Gerät. Hat keinen Guard, also da muss man aufpassen, dass man nicht in die Klinge rutscht. Wir haben einen recht schmalen, kompakten, sag ich mal, Birkenholzgriff mit Mahagoni-Beize. Fasst sich gut an. Guter Handschmeichler, wie alle Classics. Wird faktisch gebaut wie im Jahre 1800 und unverändert. Ab 2020 natürlich mit einem durchgehenden Erl, der am Ende verschraubt ist, wie das große Dreier. Macht das Ganze auch sehr stabil. Die Klingenlänge seht ihr selber, auch so um die 7,5 cm, nur wesentlich schmaler als das Roselli oder auch das Walter. Könnt ihr beide mal sehen, ja. Ist natürlich auch vom Griff her schmaler als die beiden anderen Kameraden, sag ich mal. Nichtsdestotrotz ist es ein ja, sehr tauglicher, ich sag mal, Hosentaschenfix. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, wer kein Taschenmesser möchte und lieber ein schmales, feststehendes Messer haben möchte, der ist mit dem hier wirklich gut aufgehoben, sag ich mal. Wir haben ja auch einen Mora-typischen Scandi-Anschliff. Ja, ich habe ihn schon auch schon reichlich gebraucht. Auch für kleinere handwerkliche Tätigkeiten, zum Brote schmieren oder Brötchen aufschneiden, kein Problem. Klingenstärke sind um die 2 mm, also ähnlich wie die Mora Basic-Varianten, so 511 und 510. Ja, nur dass die Klinge halt etwas kürzer und etwas schmaler in der Höhe sind. Der Klingenrücken ist leider nicht scharf genug für den Firestyle, da müsste man dran arbeiten. Aber ist komplett glatt geschliffen, also keine Arbeitsreste und nichts. Ja, kommt auch sehr scharf. Hab noch nicht viel dran rumgeschliffen, sondern nur her so gewerkelt. Aber schauen wir mal, was wir können mit dem Ding. Kleiner Holzproband hier aus dem Palettenholz. Mal sehen. Ja, macht sich gut. Man braucht so nicht viel Kraft auftun. Funktioniert wirklich gut. Richtig kleiner Schneidteufel. Jo, Klinge kommt wie immer poliert an. Ist ein C100 Carbonstahl. Rockwellhärte 59 bis 60. Bei Carbonstählen bei Mora aktuell. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Jo. Für unterwegs als EDC gar nicht mal so schlecht, finde ich.
vielleicht auch mal eine andere Hülle dazu mal organisieren, so aus Leder vielleicht, so eine kleine Lederpouch wäre vielleicht nicht schlecht. Könnte man wunderbar gut in der Hosentasche tragen, also sehe ich da keine Schwierigkeiten. Ist ein handlicher, kleiner Arbeiter, volles Vierfingermesser, ist wirklich schön kompakt. Ja, als zusätzlicher Vergleich hätte ich dann noch mein Mora Eldris noch zu bieten von der Größe, damit man das besser einstufen kann, falls die anderen beiden Messer einem nichts sagen würden. So ungefähr ist der Größenvergleich bei allen Gerätschaften. Der Griff ist ähnlich halt von der Länge wie das Mora Eldris, nur minimal länger und halt wesentlich schmaler. Also wer so einen dicken Knubbel in der Hosentasche nicht haben möchte, der ist dann mit den schmalen Hennes hier recht gut beraten. Finde ich recht niedlich, sehr praktisch, also fürs tagtägliche EDC in der Küche, im Garten oder auch mal ein paar kleinen handwerklichen Aufgaben. Warum nicht? Kann man wunderbar nehmen. Ich denke mal, es würde wahrscheinlich genauso gut funktionieren hier wie das Eldris. Hat ja auch dieselbe Klingenstärke wie das Classic 1.0. Ja, warum nicht? Jo. So viel zum Mora Classic 1.0. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Kostenfaktor, ja, zwischen 20 und 25 Euro. Ich denke, da kann man nichts verkehrt machen. Für ein vollwertiges Fix, sag ich mal, für den Alltag. Warum nicht? Auch als kleines Wandermesser bestimmt gut tauglich. Nur großartige Bottoning-Arbeiten würde ich damit jetzt weniger machen. Ähnlich wie mit dem Eldris. Da könnte man andere Messer für nehmen. Ansonsten, ja, bin eigentlich damit zufrieden und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.